BSG Chemie Leipzig gegen Hansa Zweite. Noch nie hat's diese Ansetzung in einem Pflichtspiel gegeben. Beide Teams mit 3 Punkten aus den ersten 3 Spielen. Kein Fehlstart, aber absolut ausbaufähig. Chemie ganz in Grün war ja für Surek heute in der Leutscher Startelf. Das ist Jepel, der spielt den Ball raus auf Mauer. Der sucht Kirstein im Zentrum, aber unfairer Einsatz da von Schiri Lämmchen entschieden. 7 Minuten erst durch, da brennt's dann auch gleich das erste Mal im Kunze-Sportpark. Hansas Bachmann frei vor Bellot. 4-mal hat Bachmann in 3 Spielen schon gescored. Dabei bleibt's auch erstmal. Dann ist Chemie wieder dran. Munterer Beginn hier. Alexander Buri aus gut 20 Metern. Nicht schlecht, sein Versuch nach knapp 10 Minuten. Gute Viertelstunde dann vorbei, Freistoß, Chemie, Brückmann ist das und am Strafraum, da wird Philipp Harand gehalten. Nächster Freistoß für die BSG und das wird ein Fall für Buri. Alexander Buri, eben knapp nebens Tor, jetzt direkt rein ins Tor, 1-0. Chemie führt, 17. Minute, Hansas Keeper Hage Moser, der zuckt hier gar nicht. Kurz vor der Halbzeit wird's dann nochmal interessant. Harand einfach mal hoch mit dem Ball. Und wie sich Dennis Jepel dagegen 2 Rostocker durchsetzt, das ist vom Feinsten. 40. Minute. Was für ein Move da von Jepel. 2-0 Chemie Leipzig zur Pause. Zweite Halbzeit, Chemie auf Kurs Heimsieg. Bislang alles tipptopp im AKS, Freistoß Hansa, aber wenig Gefahr für Jakatic's Crew, bis dahin zumindest. Weit über eine Stunde vorbei, Chemie überlässt Hansa das Spiel in sengender Hitze, keine schlechte Idee und viel fällt den Gästen von der Ostseeküste auch nicht ein. Spiel plätschert so ganz langsam Richtung Ziellinie. Nochmal die Leutscher über links. Jepel profitiert da vom Hansa-Ausrutscher. Jepel und dann Dennis Mast. Es bleibt dabei. Chemie Leipzig schlägt Hansas Zweite mit 2-0. Ich ziehe von meiner Mannschaft den Hut bei der Hitzeschlacht. Den Willen, den sie so ans Tageslicht legen. Und das ist ja genau unser Ding, wo wir sagen, wir wollen uns weiterentwickeln, fußballisch weiterentwickeln, aber auch die Tradition, die Mentalität aufrechterhalten. Und ist uns heute gelungen. Zweiter Heimsieg im zweiten Heimspiel. Weiter geht's für Chemie nächsten Samstag bei Energie Cottbus.